Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, wir stehen hier auf unseren Kabeln und schauen unserer schönen neuen Baumfarm zu, wie sie funktioniert und arbeitet. Volle Funktionalität, von jedem Pflanzen oder von jedem Baum jeweils nur drei. Und ich bin mal wieder gefallen. Das kann aber auch nur mir passieren, oder? Auf jeden Fall, denke ich, sind wir damit um einiges effektiver als mit dieser Riesenfarm, die wir oben hatten. Gib mir das ganz eher, bitte. Ich weiß auch, dass das mein Grab ist. Gib's. Ah, okay, ich muss Shift wieder machen. Ich vergesse jedes Mal, dass Shift ist. So, ich habe ja auch noch ganz viel Black Mulch drin in meinem Inventar. Im E-Interfaces. Und allen möglichen Bullshit habe ich eigentlich dabei. Wir müssen jetzt schauen, dass wir natürlich die Systeme weiterbauen dann. Also hier auch noch vielleicht zwei, drei rein. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt brauchen. Warte, jetzt können wir mal kurz die landen. Die Journal Map. Schnell diesen komischen Waypoint wieder löschen. Remove. So. Wir haben natürlich jetzt hier einige schon mal gemacht. Und es sind eigentlich großteils alle Bäume schon verschwunden. Also hier ist noch Gold, hier ist Silber noch. Okay, natürlich die Slimes sind da alle noch hier oben. Die müssen wir natürlich extra machen. Die kriegen vielleicht auch jeder so zwei Stück oder sowas. Hier haben wir noch die Kohle, hier haben wir noch die Merlin. Wir haben hier natürlich noch Netherrack. Cottonwood haben wir. Clay haben wir. Sand und Bone. Das sind die Sachen, die noch hier oben sind. Und ansonsten ist das Ding hier oben eigentlich nicht mehr zu gebrauchen oder nicht mehr zu nutzen, weil es ist ja alles veraltet. Genauso wie diese Lagerkästen, die eigentlich schon gebraucht werden. Hier sind auch tonnenweise Sachen drin, die wir nicht mehr brauchen. Eigentlich sind es nur noch so alte Relikte der Zeit, bevor wir angefangen haben, modern zu werden. Wenn man so sehen will, ne? Können jetzt mal noch ein bisschen Iron Zeugs machen. Schauen wir mal. Iron Amber. 2000 kann er machen. Dann soll er das doch mal machen. Dann wird es wahrscheinlich in einer der hinteren Crafting drin passieren, genau. Und in einer dieser Boxen müsst ihr jetzt aufstellen. Ah, sogar in zwei. Ja, schön, macht's gut. Er hat schon über 100 gemacht aktuell. Diese sind immer noch im Backlog, weil es dauert Ewigkeiten zum Produzieren. Wir haben zwar die Maschinen um einiges verschnellert schon und die Systeme sind, ja, ist gut da oben. Um einiges besser, aber trotzdem natürlich, es bleibt die Sache, dass es einfach ewig dauert. So, ich glaube, das war mal so ein Testfiltersystem und es hat sich natürlich herausgestellt, dass dieses Filtersystem nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie ich mir vorgestellt habe. Achso, die sollten nach da drüben gehen und die sollten abfangen, okay. Ich baue mal die Kisten ab, danach baue ich die... den Rest ab. So. Das brauche ich gerade alles nicht, genauso wie ich das... alles gar nicht brauche. Ich habe eine 2, 5, 6 Deutsch Unit gerade hier sogar noch dabei. Das ist natürlich ein nächstes Level an Baumechanik. Ich tue jetzt mal hier alles raus, was ich gerade nicht brauche. So. Langsam sollte es auch schon. Ah, genau, wir wollten eigentlich letztes Mal. Ja, das wollte ich. Jetzt weiß ich, was ich mir anschauen wollte. Ich wollte schauen, ob wir das mit einem Alloy machen. Ha! Ich hab's vergessen. Müssen wir uns beim nächsten Mal anschauen. Aber natürlich, damit können wir noch einiges hinkriegen. So, ist nochmal ein Stecky-Stack. Ein Stecky-Stack. So. Wie viel hat er schon gemacht? 700? Ich möchte wieder hier frei, würde ich sagen, oder?
Iron Ember auffüllen, bitte. Jetzt kommen die Blöcke hier wieder rein. Jetzt können wir zuschauen. Blub, blub. Die nächste Reihe sollte auch gleich kommen, oder? Wo bleibt sie denn? Schaut nur so aus. Einiges drin wieder. Nicht weiter, wir gucken, dass es besser ist, ist natürlich. Wird umso. Sind natürlich noch tonnenweit drin. Ich wollte irgendwas machen. Ich wollte irgendetwas machen. Ich weiß bloß gar nicht mehr was. Irgendwas hatte ich im Kopf. Was hatte ich denn im Kopf, Mensch? Was hatte ich im Kopf? Ah, ich wollte mal gucken, ob es auch die 265er sind, die wir da eigentlich bauen. Ich glaube, wir wollen ja eh die Ultra-Dinger jetzt, oder? 256, genau. Wir bauen schon massive Geräte hier. Nuclear Craft beiseite. Ich will mal gucken, was wir alles noch so haben. Ich wollte eigentlich mal jetzt etwas. Ah, ich bin wieder dabei. Genau. Wir haben ja einmal diesen Entdecker hier gemacht. Den hier. Simulation Chamber. Cannot begin simulation missing Polymer Medium. Und dafür muss ich ja irgendwie die Zombie Data versetzen mit irgendwelchen Sachen, die hier hereinkommen. Das Teens Change oder Chance wächst. Das muss ich jetzt irgendwie manage Network of Wireless Charging. Stores Energy in the Flux Network. Wenn ich jetzt so Flux Plug, Flux Point. Was bin ich jetzt gestoßen? Jetzt brauche ich natürlich nochmal von Deep Mob Learning. Das Buch, damit ich verstehe, was ich verloren habe. Aber wenn du natürlich da noch nichts damit zu tun hast, dann bist du auch dementsprechend Deep Mob Learning. Dann haben wir Machines, haben wir Simulation Chamber. Und die braucht Polymer Clay. The Simulation Chamber is a machine that can read the information stored on your data model and from that data create matter. This process will add more data to the data model currently being used. This process also requires a basic or higher tier data model energy. Also Redstone, was? This mod adds no way of producing energy, so you will need to some generator and machines. Okay. Of Redstone Energy if and Polymer Clay. So mal. Polymer. Ah, da haben wir noch. Polymer Clay. Ja, schauen wir mal. Jetzt diesen Polymer Clay hier. Und der fängt an. Kann ich nicht da rein theoretisch einen Hopper drüber platzieren und der macht das für mich? Einen simplen Hopper. Und eine Chest. Hat bis heute eigentlich noch niemanden gestört. So. Na schön, jetzt macht er Overworldian Matter. Prestige Gen 66. Na, jetzt schon 100 Iterations. Wie schaut das hier aus? Ich brauche 300 Datas in dem Run, um
nächsthöhere Stufe zu erreichen. Ich bin mal gespannt. 300 Modelle muss er davon jetzt noch machen. Launching Runtime 1.4.7. Iteration 2. Und dann kriegen wir diese Overvolume Matter can be consumed for experience. Hold Shift Compute Entire Stack. Experience per Item 10. Es wird natürlich eine Zeit noch dauern, bis das weitergeht, aber wir haben jetzt auf jeden Fall hier schon mal für genügend Iterations Zeug drin. Kann ich nicht Clay? Habe ich nicht für Clay eigentlich mittlerweile sogar den Weg gefunden, wie man das macht? Clay? Also Crafting-mäßig? Ich habe nur den Weg gemacht, wie ich Clay herkriege. Kann ich nicht einfach sagen, okay, ich hätte doch gern das hier noch gelernt. Wenn ich Clay eingebe, dann müsste ich ja den Polymer Clay auch kriegen, genau. Bedeutet, ich sollte jetzt auch dich hier kriegen. Kann dich machen. Und ich hätte gern auch den hier. So, dann kann ich jetzt nicht den Polymer Clay hoffentlich machen. Genau. Und dann schicke ich das hier in die Maschine rein. Und kann der sagen, ich hätte gern 200 Polymer Clay. Nochmal 500. Und dann wird es in Massen direkt hergestellt. Cool. Und durch die Massenproduktion ist auch noch alles super. Das ist falsch abgekommen. Ich wollte kein Clay. So. Dann kann ich nicht dem da einiges mit reinhauen noch. Kann ich den eigentlich upgraden, damit er schneller arbeitet oder sowas? Bei mir scheint der schluckt ordentlich. Das ist bei der 111. Prozession jetzt schon. Over Volume Matter. Komm, wir essen jetzt einfach mal alles an Over Matter. Level 10, wuhu! Gut. Machen wir unser erstes Level mal so hoch wie möglich. Ist natürlich auch nicht doof. Ach schau, jetzt haben wir hier ein Pristine Zombie Matter. Ist natürlich schon was Feines, so ein Pristine Zombie Matter. Die glänzt auch so schön. Die glänzt so richtig schön. So, müssen wir natürlich immer wieder gucken, wie unsere Farm vorangeht. Alter. Das ist doch nicht normal. Hängt hier was? Crafting 64? Scheduled. Mir scheint, als ob der hängen würde. Mir scheint, als ob wir da hinten ein dezentes Problem haben. Nein, wo kommst du schon wieder? Schon wieder eine Inferium-Essenz. Kommt ihr dauernd von oben? Aber ihm fehlt die Energie einfach. Seht ihr das? Weil wir müssen ihm mal einen Energie-Upgrader machen. Ein paar Energy-Upgrades. Ich hätte auch hinten rein theoretisch sagen können. Ha, ha, ha. Schauen wir, was wir noch da haben. Energy. Nichts. Ah, das war das. Das Essen ist genauso Crushed Quad braucht und genauso Crushed Obsidian.
Ich liebe es. Ich check's nicht. Sind auch ordentliche Batterien hier. Holy shit. Weil die braucht das Energy abgetrennt, theoretisch, aber dafür. Dafür brauche ich wieder Crushed Obsidian. Ich hasse Crushed Obsidian mittlerweile. Okay, okay, Obsidian, gut. Ich könnte ihn aus Trüffel herstellen, auch kein Problem rein, theoretisch, oder aus Fleisch. Starlight Transmutation Gerät. Das ist ja Aufbereitung einfach nur. Golden ist so der typische Weg, den wir kennen. Casting, ja, wir brauchen Molten Obsidian. Packager, Solidifier, Stick, Lava macht Obsidian. Was? Solidifier. Lilypads, Glowstone Dust. Und das war's. Ich habe irgendwie gefunden, ich krieg Lilypads hierher. Oder auch nicht. Wie komme ich an Lilypads? Okay, also das ist keine Option. Wäre auch zu easy gewesen. Obsidian. Molten Obsidian. Also einen habe ich ja hier, so ein Alloy Tank. Da habe ich noch einen Alloy Tank. Brauchen wir ein Bucket. So. Das ist nicht gut. Nicht gut. Tinkers komplett. Gucken wir mal. Tinkers. Place above a seared heater or tank to fuel. Seared heater. Seared heater or tank. Alloys liquids from ejected seared tanks and melters. Place above a seared heater or tank to fuel. Und wie kriege ich Flüssigkeit? Kann ich da Flüssigkeit nicht auch irgendwie schon reinpumpen? Fertige? Smelteries and tanks. Sear tank and melter.
kann hier Wasser drin platzieren, aber keine Lava. So, warte mal, ich will jetzt mal hier irgendwo in die Nähe probieren. Warte mal. Mach hier mal schnell Testgebiet auf. So. Ich muss ja nur schauen, ob ich Lava in diese Geräte reinpumpen kann. Und vor allem, was dann passiert. Ich habe die Kabellage. Schauen wir mal. Fluid. Import. Export Cable. Passiert nix. Wie schwer ist das denn nur? Eigentlich müsste doch auch so funktionieren, oder? Hier anschließen. Lava rein. Selbst jetzt kann ich den Melter nicht mehr anklicken. What? Habe ich den Melter kaputt gemacht? Jetzt halt. Okay, noch ein Versuch. Ich tue hier drüber was platzieren. Steck das an. Es passiert nix. Ich check's nicht. Ich versteh's halt echt nicht, ne? Also steht hier in der Anleitung. Dass ich... Und ja, ich will es irgendwie so machen, weil das irgendwie schöner aus ist wie mit allem anderen. Deswegen hätte ich es halt gerne so casting. Cast items using molten metal. Cast damit. Ja. Also entweder ich schmelze natürlich Obsidian rein. Ist ja klar. Alloying. Also Lava nehmen und Wasser nehmen und krieg Obsidian raus. Das wäre natürlich das Geilste. Also wie zur Hölle funktioniert Alloying? Smeltery Controller. Ich check's nicht. Ich check's halt absolut nicht. Wie soll ich das? Ja, das muss ich mir wahrscheinlich anschauen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge können wir hoffentlich mehr machen. Ich werde dann irgendwann mal den PC laufen lassen, um das hier fertigzustellen. Dann haben wir wieder mehr Möglichkeiten, können vor allem mal die Farm hier klumpelig fertig machen. Dann können wir die da oben irgendwo mal abbauen und uns mit nochmal ein paar wichtigen Sachen beschäftigen. Also ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.